Ein langjähriger Partner des Deutschen Nachhaltigkeitspreises ist Procter & Gamble. Wir treffen einander regelmäßig zum Deutschen Nachhaltigkeitstag, wo das Unternehmen Neuigkeiten berichtet und sich der Diskussion stellt. Und ich begrüße ganz herzlich Gabi Hessig, die Kommunikations- und Nachhaltigkeitsverantwortliche des Hauses. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Frau Hessig, wie war das Jahr 2020 für Unternehmen? Ich könnte mir denken, die Frage ist mehrteilig zu beantworten, einmal mit Blick auf Deutschland und Europa und einmal, wenn man den Rest der Welt anschaut. Ich glaube, 2020 war für uns alle ein ganz anspruchsvolles Jahr. Für uns genauso natürlich als Unternehmen, genauso wie als Mitarbeiter. Die Corona-Pandemie hat uns natürlich in China als erstes erwischt, kam dann nach Europa und ist entsprechend weltweit sich weiterentwickelt. Ja, und in diesem Umfeld bin ich sehr froh, dass wir gut aufgestellt waren und sind. Schauen wir auf den Bereich Nachhaltigkeit und gehen mal so 3, 4, 5 Jahre zurück. In welchem Feld haben Sie die größten Fortschritte gemacht und wie begegnen Sie Kritikern, die sagen, das geht uns immer noch zu langsam und ist nicht umfassend genug? Ich teile sicherlich die Ansicht, dass wir richtig Zug aufnehmen müssen, alle zusammen. Und da nehme ich definitiv uns nicht aus. Wenn ich an die Fortschritte denke, dann sind die breit gefächert auf allen unseren Bereichen der Fokusbereiche von Wasser zu Klima und Verpackung, Abfall. Das sind die drei Fokusbereiche. Anfang Dezember werden wir wieder bilanzieren und der aktuelle Nachhaltigkeitsbericht kommt mit allen Daten und Fakten. Das heißt, ich kürze es hier mal ab für das Gespräch. Im Bereich Verpackung sind wir sicherlich schon sehr weit gekommen. Viele unserer Marken haben inzwischen hohe Rezyklateinteile, aber ganz klar, auch da brauchen wir noch viel mehr. Und das Design for Recycling ist weiterhin mit allen Marken und Produkten ganz oben angesiedelt. Aber im Bereich Klima haben wir dieses Jahr eine große Schippe draufgelegt und gesagt, ja, die Zeit drängt, die drängt für uns alle und wir alle müssen schauen, was wir noch mehr beitragen können. Und das heißt für uns, dass wir nicht einfach nur das Science-Based Target erfüllen wollen für das Pariser Klimaziel, sondern gesagt haben, für diese Dekade, das heißt von 2020 bis 2030, werden wir klimaneutral. Wie machen wir das? Indem wir eben nicht nur die Emissionen halbieren, das hatten wir uns schon vorgenommen, sondern eben auch den Rest kompensieren werden mit naturnahen Klimaschutzlösungen. Das sind ehrgeizige Ziele, die Sie sich da gesetzt haben, insbesondere eben mit Blick auf den CO2-Ausstoß, Stichwort Scope-3-Emissionen. Da stellt sich natürlich die Frage, ob Sie nicht als globales Unternehmen sich nicht ein bisschen zu leicht machen, indem Sie viel Verantwortung auch auf die Verbraucher weiterschieben. Wir müssen gemeinsam handeln. Sprich, wir werden alles das tun, was wir tun können. Das heißt natürlich auch, Produkte so entwickeln und so designen, dass sie entsprechend nachhaltig verwendet, gebraucht, repariert werden können. Das ist ganz klar und das müssen wir tun. Aber es führt auch kein Weg dran vorbei, dass wir gemeinsam daran arbeiten müssen. Und entsprechend sehen wir uns auch in der Pflicht, mit den Menschen, mit unseren Konsumenten oder Verwenderinnen entsprechend neue Routinen zu entwickeln, einzuüben, gemeinsam. Bei uns geht es immer auch um neue Ideen und technische Innovationen für den Umweltschutz. Was ist da im Moment das Leuchtturmprojekt bei Ihnen im Haus? Ein Leuchtturmprojekt, das uns wirklich seit längerem bewegt, aber das weiterhin für mich als Leuchtturmprojekt ganz oben steht, sind digitale Wasserzeichen. Warum erwähne ich das hier auch wieder? Weil wenn wir transformieren wollen, auch in der Verpackungsindustrie und sicherstellen wollen, dass wir das Rezyklat, also diesen Kunststoff als Rezyklat im Kreis führen, müssen wir schlicht und ergreifend das Sortieren und das danach Aufarbeiten auf ein neues Niveau bringen. Und dafür brauchen wir digitale Wasserzeichen. Und deswegen lassen wir gerade auf diesem Projekt auch nicht locker und freuen uns sehr, dass die AIM, die Europäische Markenorganisation, eingestiegen ist mit vielen anderen Partnern. Und gemeinsam können wir diese Transformation schaffen.
Wir stellen dieses Projekt Holy Grail genannt beim Deutschen Nachhaltigkeitstag vor. Helfen Sie ein bisschen den Zuschauern weiter und Zuhörern, die das digitale Wasserzeichen noch nicht so richtig zuordnen können. Das ist etwas, was Sie auf die Verpackungen aufbringen, damit der Sortierungsprozess über Kameras und Sensoren erleichtert wird. Ist das richtig? Genau, genau. Das ist ein Wasserzeichen, was unser Auge nicht sieht, aber eine Kamera, eine ganz einfache Handykamera, sehr wohl. Und dieses Wasserzeichen wird auf der ganzen Verpackung aufgedruckt, sodass der Sortierer, egal wie zerdrückt die Packung ist, egal wie sie ankommt, ja, denn wir wissen alle, die kommen nicht so an, wie sie auf dem Regal mal stehen, genau nachvollziehen kann, war das mal eine Lebensmittelverpackung? War da Kosmetik drin? Oder waren da Stoffe drin, die man im Endeffekt in einem Rezyklator nach nicht sehen will? Das heißt, wir machen diese Packung intelligent und damit erleichtern wir entsprechend die hohe Qualität an Rezyklat in der Herstellung, was uns wieder erlaubt, wenn ich in uns spreche, meine ich die Hersteller, also insgesamt, dass wir einen wesentlich größeren, hohen Qualität Rezyklatmarkt vorfinden werden. Das heißt, Sie holen andere Hersteller mit an Bord, damit es nicht sozusagen eine proprietäre oder eine Silo-Lösung ist, sondern eine, die den Markt tatsächlich verändern kann, wenn sich eben viele andere anschließen. Genau, und wir freuen uns sehr, 85 sind inzwischen mit dabei. Das heißt, inzwischen, wie ich es vorhin eingangs schon erwähnt habe, leitet das Projekt die AIM, was ganz wichtig ist. Denn auch wenn mein Kollege Jan de Belder dieses Projekt entwickelt hat, wird es nur erfolgreich sein. Und das war uns von Anfang an klar, wenn das eine wirkliche transformative Industrielösung gibt. Frau Hessig, vielen Dank für heute, für das Gespräch und vor allem vielen Dank für die gute Partnerschaft auch in diesem Jahr. Dankeschön, Gabi Hessig. Wir freuen uns sehr. Dankeschön.